So, guten Tag. Guten Tag. Na? Warte mal, weshalb nochmal anfangen? Weil. Oh, Mikrofon. Guten Tag. Guten Tag. Ja, wir nehmen gerade mit unserer neuen Kamera auf, ja, die wir von Gamezeit gesponsert bekommen haben, aufgrund unseres Gewinns. Tief ins Herz geschlossen haben. Tief ins Herz geschlossen haben. Super Teil. Ich finde das immer noch so geil, wenn du so die Kamera anguckst. Oh, tolles Ding. Und dann noch mit dem geilen Mikro oben drauf und so. Ja, geil. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen mal an. Heute kümmern wir uns um Limbo. Limbo, ist schon älter, das Spiel, ist klar, aber es verliert nie an seiner Wirkung und es ist unglaublich Hammer Indie-Game. Und ich habe es schon durchgespielt vor längerer Zeit. David noch nicht. Ich habe es noch nicht mal angezockt, gar nichts. Aber wir werden es jetzt durchnudeln. Wir nudeln das Ganze jetzt von vorn bis hinten durch, je nachdem, wie lange das Spiel dauert. Das ist ja nicht allzu lang. Werden dann so viele Teile auch erscheinen. Ich rechne mal mit 2 Teilen ungefähr. So, dann drücken wir jetzt auf Start. Und weißt du was, da ich schon durch habe, würde ich sagen, du spielst mal. Ja, geil. Ne? Okay, dann playen wir doch da mal direkt. Und du nimmst auch schon fleißig auf. Ich nehme klar. Gut, beides dann starten wir mal ein New Game. Ich weiß nicht so ganz, was mich da jetzt erwartet. Das ist ein sehr, wie soll man sagen, melancholisches Spiel eigentlich, denke ich. Keine Musik? Wenig. Ich glaube, so fertig war es eigentlich so gut wie keine. Also du siehst 2 heiße Bäuchlein. Das blinkt. Ah, ja. Ah, ja. Oh, ist der süß. Ja. Und was machen wir im Wald? Ja, das ist die Frage. Erfährt man das denn überhaupt? Ich habe mal ein bisschen gegoogelt, aber bevor wir dann zu... lauf mal zuerst nach links. Soweit ich weiß, gab es da ein kleines Achievement, ja. Sammel ein. Nein, drüber laufen. Drüber. So. Jetzt haben wir aber ordentlich was achieved. Ja, der kann nicht laufen. Ja, also ich habe mir auch schon ein paar Interpretationen angeguckt zu dem Spiel, als ich es dann durch hatte. Aber wie gesagt, da werden wir wohl dann eher erst dazukommen, wenn es dann durch ist. Nein! Boah, also du weißt, du bist tot. Es tut mir leid, Leute, ich bin... Es ist ein sehr böses Spiel, finde ich. Weil letztendlich... Ich spiele einen kleinen Jungen, der einfach in den ersten 60 Sekunden dieses Spiels bereits... Stirbt. Ich finde, du schließt von Anfang an den kleinen Jungen mit den weißen Augen sofort irgendwie ins Herz und denkst so, boah, cool. Echt? Mir ist der ein bisschen creepy vorgekommen. Ich find ihn cool, den Typen. Ja? Und dann läufst du runter und bist wie tot. Wie kann ich denn das... Also, warte mal, da hält das Ding jetzt irgendwie fest? Nein, es schiebt. Solltest du ziehen. In die andere Richtung. Muss ich es jetzt mit irgendeiner Taste festhalten? Ja, du hältst es fest mit... Ich weiß nicht, mit X. Ja, das finde ich klasse, wenn sich Spiele von selbst erklären. Und jetzt, siehst du? Und jetzt hüpfe ich an das Seil. Ja. Oh, das geht wirklich. Lass dich runter. Schneller, kleiner Junge. Los. Ich weiß gar nicht mehr, ich hab dich schon... Ja, keine Ahnung, ich mach's... Spring mal so, ja, mach mal. Wir erzählen da gerade irgendwie nicht so viel, ich bin da gerade ein bisschen amazed von... Das ist cool, aber ne? Es ist eigentlich recht... Es ist total simpel, einfach. Aber ich finde den Style so genial einfach nur. Wir fahren mit einem Boot. Kann ich da irgendwie ankern? Nee, das fährt von alleine, das Boot. Ah, ich kann nicht schwimmen! Ah! Das ist... Vielleicht kann ich es irgendwie so zum Kentern bringen. Schaukelt ja doch schon ganz schön. Ja, aber ich finde das, schau mal, das Spiel besteht einfach nur aus schwarzen und weißen Objekten. Ich finde, das sieht so gut aus. Aber es hat gar keine Musik. Steckt auch ein Captain in dir, dann steht er da und denkt nach. Wand! Wie kommst du? Ah, genau, zieh das Boot hin. Du musst das Boot herziehen. Ah, das und dann aufs Boot springen und dann. Da kommt er bitte auf so eine Idee. Ich finde es genial. Ziehen wir gerade ernsthaft das Boot einfach. Ein kleiner Junge zieht dieses schwere Boot über Land. Hallo, der kleine Junge hat auch leuchtende Augen. Das ist kein normaler Junge. Wenn du recht hast. Ich wollte mich gerade eben an dem Boot festhalten. Und dann irgendwie so da musst du genau von da und dann rüber springen.
Boah, das Spiel beansprucht mich gerade voll. Na los! Kann man irgendwie so durch Fallschaden sterben? Weißt du das zufällig? Ja. Ja? Ja. Das Ja? wirst du dann später noch sehen. Ich soll immer aufhören. Ich mache das immer bei Spielen. Ich hüpfe dann immer lieber, statt zu laufen. Das sollte ich mir mal abgewöhnen. So zum Beispiel. Oh, ich bin tot. Ja. Bist in eine Bärenfalle getreten. Ja, ich hab's gemerkt. Ich dachte noch, das ist Gras oder so. Es war kein Gras. Boah! Da ist noch eine. Ich weiß nicht, ob du selbst drauf kommst, aber. Stopp! David kann das. Zack. Ist gut. Ja, da kannst du jetzt drüber hüpfen, einfach mit Anlauf. Was machst du? Warum ziehst du die wieder her? Ich möchte gucken, ob ich die verbinden kann. Nein, kann ich nicht. Hä? Warum sollst du die verbinden können? Ja, ich dachte mir, vielleicht klappen die dann ineinander. Das wäre doch saulustig. Ah! Ich sollte aufhören damit. Jetzt. Okay. Das war sauknapp. Jetzt nimm Anlauf und spring drüber, sonst wird's wieder so knapp. Oh. Okay. Es ist dunkel. Da hängt was. Etwas Totes, ja. Was ist das? Lauf mal rechts, vielleicht findest du noch irgendwas. Weil da sieht es ein bisschen danach aus, ob es weitergeht. Oh. Ja. Ich wusste es wirklich nicht. Danke für den Tipp, Sorry. Das sind genau die Gemeinheiten von dem Spiel. Also, nicht da lang. Obwohl, wir könnten ja. Ah, ich weiß. Darf ich es dir sagen? Genau. Ja. Da! Die ist weitergerutscht. Du musst stehen bleiben und dann loslassen. Ja, ich dachte mir, vielleicht können wir wieder dieses Teil da reinspannen oder so. Müssen wir sogar, weil ansonsten kommst du nämlich nicht hoch. Und wenn du dich dann hinhängst, dann geht es nämlich in die Bärenfalle rein. Und dann ist das Seil höher, weil der Ast dann nicht mehr so viel Gewicht Boing. trägt. Pass auf. Zack. Ah. Und schon kannst du höher. Und jetzt kannst du Gewieft. rüberspringen. Finde ich aber cool, wenn man so die Umgebung mit einbauen muss. Aber wie, da gab es auch noch so ein Spiel, das ist auch so ein Minigame. So ein Indie-Game, wo man auch die ganze Umgebung damit. Ich rede nicht von Minecraft. Ja, wir hatten ja auch vorhin durchgenudelt. Ich dachte mir, wenn ich da jetzt reinhüpfe, dann passiert mir nichts. Ja, wir haben auch vorhin durchgenudelt, zu Minecraft zu machen. Ja, Let's Play das kann man ja durchspielen. Mit 17 Teilen ungefähr, haben wir uns gedacht. Mindestens. So viel gibt das Spiel. Ah, ich lebe. Wir machen prinzipiell nichts zu Minecraft, weil es Nee, dann heißt, echt wir machen nicht. Gronkh nach. Nein, Schmarrn. Aber Ihr seid so krank. das kann schon mal sein, keine Ahnung. Ja, Ich finde das Spiel ganz lustig, aber ich ich würde spiele es jetzt. auch, aber es ist jetzt nichts, wo ich jetzt ehrlich gesagt ein Let's Play zu machen würde. Boing. Ich finde. Also ich finde die Atmosphäre von dem Spiel ist einfach hammermäßig. Du hast was vergessen, oder? Immer zurück. Nee, warte, da kommst du erst hin, wenn du die Kiste holst. Oh, du bist doch. Oh Ich bin Mann. Jetzt leise, Ja, okay? Ich verrate schweig. hier voll viel. Ja, das ist ganz schlimm. Ich habe gestern auf 9gag ein Video gefunden. Ja? Was denn? Da hat so ein Mädchen geangelt in einem Fluss. Fängt ja gut an. und angelt halt einen Fisch und dann filmt es irgendwie der Vater oder so und sagt so, ja, mein Mädchen hat einen Fisch geangelt, yeah, und das filme ich jetzt. Und dann läuft er hin und während sie den Fisch aus dem Wasser zieht, reißt ihr ein Hai im Fluss, reißt ihr ein Hai den Fisch von der Angel. Was? Das ist so hart einfach nur. Das ist Okay. so krass. Ich wusste immer, Das dass hat mich Angeln jetzt, irre gefährlich ist. ja, durch Das das macht nur Wasser in Limbo Hardcores. hat mich das jetzt irgendwie gerade erinnert. Da könnte ja was Böses drin sein. Eventuell ein Hai in einem Fluss. Wie Ne? soll ich denn hinkommen? Ich weiß nicht. Vielleicht höher ans Seil. Ja, würde ich auch sagen. Spring, kleiner Junge mit den leuchtenden Augen. Hier sich schwingt. Oh. Alter! Ich finde ja, dass dieser kleine Junge mir fast mehr Angst macht, den du Als so ins Herz geschlossen hast, ich finde ihn super, den als Jungen. diese 10 Millionen Bären fallen. Ich finde ihn super. Ja, Mann. Du findest ihn super. Ja, komm, geh hoch. Los!
Oh, oh, jetzt muss ich hier einen Ninja-Karate-Kick machen. Bam! Oh, ja! Wow! Ich halte fest, es gibt Fallschaden. Ja. Du solltest dann wieder runterklettern. Ich dachte mir, ich bleibe auf diesem Baum stehen. Deine Schreie reißen mich immer aus der Atmosphäre von Limbo. Ja, der Junge sagt ja nichts. Da dachte ich mir, dann mache ich das. Ne? So, ha, hu, ha. Wie bei Zelda, da macht das doch auch immer so tolle Geräusche. Bei Zelda? Ja klar, Ocarina of Time, da schreit er immer so toll. Ich, das war mal eine Weile lang mein Klingelton. Immer wenn mir jemand ein SMS geschrieben hat, ging es. Dieses Fallgeräusch. Der fällt oder was? Ja, aus Ocarina of Time, da schreit er so behindert. Am besten nur mit diesem M64-Hall. Ja, natürlich. Geh hoch! Ich finde es auch so geil, dass die vorderen Ebenen einfach unscharf sind und die hinteren Ebenen. Es gibt nur so einen bestimmten Schärfegrad. Ja, ne? Das finde ich aber echt cool. Und das, was muss du schaffst, ist wichtig. Muss ich jetzt da den ganzen Weg wieder zurück? Ja. Ja, du solltest dich jetzt... Ja. Ah. Also ich finde es halt cool. Ich hasse es, wenn ein Spiel zu viel erklärt. Wenn du dann erstmal 20 Tutorials durchmachen musst. Ich sag mal, bei sowas jetzt wie Limbo, es erklärt sich irgendwann sowieso von selbst. Ja, ne? Du siehst, du kannst schieben, du kannst ziehen, also du kannst dich an Sachen festhalten und laufen und das war's eigentlich. Oh, der kleine Junge schiebt gigantisch große Baumstämme. Das ist ja im Wasser. Da geht das. Aber er kann nicht schwimmen. Kann er nicht? Mm-mm. Er stirbt im Wasser. Also er kann riesengroße Baumstämme schieben, aber nicht schwimmen. Mhm. Okay. Wer? Erklär mir bitte, wer legt Bärenfallen auf Äste? Das könnte sich dann noch selbst erklären, weil du... Ja, aber wer kommt denn... La, 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 la. In der Richtung gibt's nichts zu tun, wir gehen wieder zum Baumstamm. Und wir freuen uns mit ihm. Ja, das ist... La, la, la. Ja, ich würde mal hinlaufen. Ja, dann bin ich voll hinüber, ich sag's dir. Du musst nur schnell reagieren. Du musst nur schnell reagieren. Vielleicht will er ja nur spielen. Ja, schau mal, er versucht dich anzufassen. Komm, berühr mich. Vielleicht kann ich den ja in die Hand nehmen. Weißt du, was ich meine? Du kannst es probieren. Komm her. Ist das eine Spinne? Oder was ist das? Hast du es klimpern hören? Nein, ich höre da gar nichts klimpern. Dann geh mal nach links. Ach, kam es jetzt runter? Kann ich die auch schieben, weißt du das? Ja, drüber hüpfen, würde ich sagen. Ziehen wäre da nicht so günstig. Ja, eben. Bei der Spinne. Nicht, dass sie mich das selbst in die... Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Läuft ganz toll. Wie Michael Jackson früher. Ja, ne? Cause it's a thriller. So. Hallo. Ja, du solltest sie ein bisschen weiter hin zu dir ziehen, ja, vielleicht. Ja, ich merke schon. Wie er sich einfach hinstellt und wartet. Oh yeah, oh. Ja, du musst sie ein bisschen hinschieben. Ja, mach ich doch gerade. Oh yeah. Und jetzt. Ja, 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 jetzt ziehen und. Bam! Oh, und ab ist das Bein. Und jetzt kommt noch eins. Also komm, der war drin. Jetzt komm schon, Mann. Ja, du musst still sein, sonst holt er nicht aus. Und wenn er dann so ist, dann genau. Oh, jetzt hat er mich aber erschreckt. Na komm, komm her. So, ich glaube, jetzt zieht er sich erstmal wieder zurück. Boah, es ist ein mega großes Viech einfach. Durch das ich gerade durchlaufe. Das ist hochgelaufen. Ach, es ist hochgelaufen. An dem Baum. Mit fünf Beinen. Da, 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 da. Ich sehe nichts mehr. Es ist arschdunkel. Es ist arschdunkel. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir hier vielleicht abdunkeln sollten. Weil ich nichts mehr sehe. Geht schon. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ich darf nicht schneller laufen.
Oh yeah. Du hängst fest. Ich merk schon. Oh. Hey, Buddy. Guck mal. Oh yeah, yeah, yeah. Da kommt meine beste Freundin. Ich tanze sogar für sie. Oh nein. Nein. Oh, ich bin geliefert. Ich bin so geliefert. Meinst du, die passt nur auf uns auf? Die will nur Freundschaft schließen, oder? Ja. Ja, will sie. Jetzt hängt sie dich schön hin. Oh, sie hat uns eine Matratze gemacht. Nein, gehen wir denn. Wie soll man denn da durch? Deswegen ist der Punkt, an dem die Demo endet. Das ist ja böse. Hm. Ach, das soll so sein. Ich habe jetzt mir gedacht, wie kann ich denn da bitte auch so... Ach, Moment, das muss doch ich machen. Okay, gut. Tod und Verderben. Ja, ich find's gut, dass du jetzt nicht mehr da hängen bleibst, wo du gerade hängen geblieben bist. Macht Sinn, vor allem, weil ich jetzt auch noch in klebrigem Zeug drin bin. Wir spielen ein Spermium. Auf der Reise durch die Gebärmutter. Ja, das ist echt so. Oh, auf zur Eizelle. Schau das mal an. So, und woher weißt du jetzt, dass da ein Loch ist? Das sieht er. Ach so, das sieht er. Wir spielen ein Gespenst. Ja, los geht's. Hui. Kann ich den da jetzt irgendwie runterschubsen? Ja, ich will den schieben. Ja. Mit dem Kopf. Echt so. Vorsicht. Ja, das war vielleicht jetzt, da hättest du ein bisschen... Daher darf ich nicht mitgerechnet, Entschuldigung. Echt nicht. Vielleicht langt da ja ein Stupser. Ne? Ich glaube, der rollt. Nee, du musst dich schon über diesen kleinen Hügel rollen. Schnell weg da. Puh. Na los. Geht's da runter? Mhm. Ja, spring doch einmal. Ja, du hättest da vielleicht nicht runterspringen sollen. Siehst spring du? Doch einfach. Ja, hallo, ich hab gesagt auf den Stein, nicht vom Stein runter. Das ist doch ein runder Stein. Ja, das ist nur... Dann musst du so sozusagen außen hin. Checkst du? Und? Checkst du? Nein! Check. Nein! In die andere Richtung. Du musst ihn weiterrollen. Ach, das ist... Oh, jetzt check ich, was du willst. Ich geh auf den großen Stein. Ja, das ist Physik, würde ich sagen. Absolut. Bist du zu dumm? Ich dachte, ich soll ihn rollen. Ja, musst du doch auch. Aber in die andere Richtung. Ich finde es nur gut, dass der gerade angefangen hat zu rollen, obwohl du irgendwie auf der falschen Seite standest. Ja, ne? Das rennt nämlich ein bisschen in einem Wurm. So. Die haben sich auch so toll bewegt. Ja. Sag mal, wird man das Fusselzeug auch nochmal los? Das ja, schon, aber du musst jetzt erstmal damit leben, glaube ich. Ah, fuck. Ich würde mich beeilen. Deal with it. Siehst du das? Ja, ich sehe es. Da kommt eine Spine. Warum ist sie so langsam? Beeilen. Hui! Ja, das war schlau. Ich habe mein Bestes du getan. Hast es versaut. Ich habe getan, was ich konnte. Kann dir einen erwischen oder ist das nur damit zu Panik machen? Weißt du? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Also, wenn du stehen bleibst, erwischst du dich bestimmt. Ich weiß nicht, das ist. Ich frage mich, ob die schon da oben hängt, weil sich da ein bisschen was bewegt. Packst du es jetzt auch mal? Willst du es mal probieren? Ich will keine fünf Teile machen. Doch, ich schon. Wir sind geldgeile YouTuber. Und wir machen so viel Kohle mit unseren Videos. Ja, ja, wir haben... Draußen steht ein Benz vor der Tür. Ja. Das haben wir dadurch gemacht, dass wir für Call of Juarez zwei Teile gemacht haben. Da haben wir dann... Nur dafür mit dadurch haben wir den Benz. Ja, weil das hat dann so viel Geld eingebracht. Das funktioniert immer wieder. Das war jetzt natürlich Ironie für die YouTube-Presse, die da vielleicht denkt, wir hätten unsere... Ach, hören wir einfach drüber auf, darüber zu reden, bevor wir uns dann noch verhaspeln. Ich würde mich beeilen. Was? Ja, was? Wunderbar, du bist genau zwischen den runden Stein und dem Hügel gefallen. Soll ich's machen? Ja, eigentlich ist es voll einfach, ne? Du stellst dich immer auf die eine Seite und dann passt es schon. Ah, du kannst gar nicht hüpfen, glaube ich, ne? Nee, kannst du auch nicht. Das habe ich aber jetzt zu spät gemerkt. Kannst du? Doch, kann man. Ja, aber der ist gerade nicht gehüpft.
Der ist gerade einfach so, ey, lass mal dazwischen legen. Da ist es warm. Bin ich eingedeckt zwischen zwei Steinen, die mich wohlbehütet in ihre Arme nehmen. Von der Spinne weg. Ja, du hüpfst zur Spinne. Los. Noch ein bisschen hin, dann kannst du zur Spinne rollen. Spinny. Ach. Wollen wir ihn begrüßen? Begrüßen wir mal. Der Christian ist nämlich gerade zu uns gekommen. Christian ist gerade eben gekommen. Herr Braun. Tod! Mach selbst, weißt du? Ich hab da keinen Bock drauf. Ja, das treibt mich gerade ein bisschen. Also Christian kann, wenn er möchte, mal kurz vor die Kamera treten. Ja, Christian, willst du nicht kurz... Guten Tag, Herr Braun. Ja, das funktioniert wie immer mit unserem Knopfmikrofon. Ja, aber ist das Mikro, was dran ist, nicht gut genug? Wir zählen auf unsere Knopfmikrofone. Ja, wir lieben unsere Knopfmikrofone. Weil die trotzdem punktuell aufnehmen. Bevor wir jetzt aber weiter... der ist auch ganz erstaunt von der Kamera. Ja, Christian sieht gerade eben die Kamera das erste Mal. Ich habe sie auch vorhin erst gesehen und ich bin verliebt. Ja. Jetzt stehst du im Licht, Christian. Vielleicht solltest du mal uns in Ruhe Limbo weiterspielen lassen. Hast du es geschafft? Boah, ich hab's geschafft. Und jetzt bist du auch dein Zeug wieder los. Ich lieg schon wieder im Gras. Ja, aber du kannst aufstehen, siehst du? Jetzt sind wir auf den Kopf gefallen, jetzt sind wir an der Stelle, wo es davor ist. Wir können uns nicht erinnern, jetzt geht's immer im Kreis. Und du fällst eigentlich immer wieder von dieser Spinne weg. Hallo. Hey, es gibt andere Menschen. Hey, es gibt andere Menschen. Ja, nein, anscheinend doch nicht. Hey, da baumelt ein anderer Mensch. Komm schon! Weißt du, was du machen musst? Lass es mich rausfinden. Nein, du musst nicht auf den Punkt. Ich will da die Leiche reinschmeißen. Das geht wahrscheinlich gar nicht. Geht nicht. Hast du schon mal Limbo gespielt, Christian? Nee, durchgespielt, Leute. Das ist durchgespielt? Ja. Wo? Da gibt sogar einen Emulator. Aber so kann man es auch machen. Ich hätte hingesprungen jetzt. Also, das wusste ich ja gar nicht, dass der. Ich habe bei dir schon ewig weit gezockt. Ich habe bei dir doch mal irgendwie ewig lang überlegt. Und habe ich 2,5 Stunden Limbo gezockt, wenn der Andi da war. Das? Ja? Ja? Auf meinem kleinen Fernseher. Auf deinem HD-Fernseher. Ach, stimmt! Und viel mehr Spielzeit hat das Spiel halt. Ja, es hat gar nicht viel. 2 Stunden, sowas, ne? Ungefähr. Also nicht ganz durchgezockt, aber ziemlich weit. War der schon bei den Viechern? Bei den Menschen? Hat er schon Menschen gefunden? Ja, das war jetzt gerade der erste. Ohne Hunde! Ja. Wunderbar. Ich bin auf den falschen Baumstamm gehüpft. Das war Skill. Ja. Nein, ich gehe wieder zurück, da gibt's nichts zu tun für mich. Ich finde auch, dass die Xbox unheimlich laut ist. Ja, die rauscht immer so, ne? Das ist. Boah. David. Ich hab schon mal Mario versagt, ich geb's zu. Lauf bitte nicht durchs Bild. Was? Was? Ich hab's nicht gesehen. Was ist passiert? Das für ein Wald, bitte? Schau mal her. Ich muss mich wieder ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren, okay. Ja, ne? Guck mal, wir stellen uns da drauf, das Ding fällt um. Das macht ja noch Sinn. Mhm. Warte mal. Es passiert nichts. Es passiert was. Usch. Das weiß ich gar nicht mehr. Das war jetzt Ninja Reaction hier, ey. Ich bin tot. Man sieht die blöden Stacheln da unten gar nicht. Welcher Trottel lässt das Ding da schwingen? Wer war das? Tja, du wirst gleich mitbekommen, dass es noch andere Leute außer dich gibt in diesem Wald. Warum sind so viele Menschen in dem Wald? Weil er cool ist. Weil er cool ist. Das ist wahrscheinlich so Rock im Wald oder so. Rock im Wald. Das sind die ganzen bösen Mettler, die nachts in den Wald gehen und Katzen verbrennen. Wahrscheinlich. Hui! Ich bin hingefallen. Das ist keine echte Spinne. Du bist eine Fake-Spinne. Ich bin schon wieder hingefallen. Ich bin dran vorbeigekommen. Hier, mach mal Hebel. Ich wollte es gerade sagen. Yeah. Und? Oh yeah. Jetzt hast du die Fake-Spinne auch mal bedient. Ja. Das war eh mein größter Traum. Einmal im Leben eine Fake-Spinne bedienen. Gibt es die Spiele auch für die PS3? Nein, keine Pistole. Xbox und
Ich. Ah, überfordert. Was hätte ich denn da jetzt bitte machen sollen? So, ich renne jetzt hin. Und renn ganz schnell wieder zurück. Ja, du solltest dann halt jetzt wieder drüber springen. Ja! Mit was werfen die? Mit brennenden Reifen? Das war ein brennender Autoreifen, ja. So, ich hoffe, das war alles. Ja, da kannst du auch drüber springen. Also, chill mal. Boah! Das sind Menschen. Eingeborene. Der klettert seitlich die Leiter hoch. Vielleicht steht die Leiter auch seitlich. Passt. Hm. Das könnte auch sein. Er möchte ja, dass der Spieler sieht, was er macht. Excuse me, sir. Can you help me? Hui, ich hab sie noch gesehen. Ja. Ich bin drüben. Das ist ein bisschen knifflig. Die Stelle. Boah, was? Da war eine zweite? Ja. Oh, Leute. Also dreimal dürfte es passieren und dann... Ja, komm, diesmal, jetzt habe ich das voll ausgecheckt. Jetzt renne ich ganz schnell zurück. Was? Ja, versuch mal zu springen. Zu springen? Ich kann noch nicht über die Bärenfalle springen. Warte mal, jetzt probiere ich mal was anderes. Wegspringen. Du musst in die andere Richtung springen. Du musst so und dann wieder zurück. Hör mal. Wie war das jetzt so? Jetzt warte ich, bis die vorbei ist und dann? Genau. Ja. Da lang. Und jetzt liegt die da drüben, das ist ja praktisch. Ja, ich check's voll aus. Ich habe nur 4 Anläufe gebraucht. Mhm. Super Game, ich liebe es wirklich. Es ist. Hey, nein, lass meinen Sack. Ach du Spasti. Ja, springe die Bärenfalle! der du gerade noch ausgewichen bist über Seil. Ich finde es ja immer gut, wenn man zum Beispiel Let's Play guckt von so Pro-Playern, die es voll hinkriegen. Wie wir. Wie wir? Ja. Pro-Player. Aber irgendwo muss ich da auch ein bisschen die handwerkliche Fähigkeit dieser Eingeborenen hinterfragen, wenn das Seil schwingt und die Bärenfalle abfällt. Ja, das ist gut so. Nein, lass das Seil endlich da, Mann! Nein. Die nehmen mir das Seil weg. Ich frage mich nur, warum die eine Spinne nachbauen oder nur die Beine. Sie machen sich halt die. Oh, Natur. Die waren nicht nachgebaut, die Nein. Das ist auch eine Fake-Spinne, kannst du da bleiben. Ja, das ist eine Fake-Spinne. Lauf, 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 lauf. Ist so ein bisschen wie bei den alten Games, wenn man dann von einem rennenden Stein oder sowas weggerannt ist. Von einem rennenden Stein. Indiana Jones. Bleib auf dem Baum. Ja, stimmt, ich warte, bis die Spinne da ist. Musst du ja. Danke, jetzt Spinne. Jetzt rüberzukommen. Das war der Hammer. Da eben. Na. Das erste Mal. Sie nimmt dich einfach mit. So, machen wir mal weiter. So Taxi, das ist oh, das Scheiße, Taxi. Jetzt habe ich wieder ein Kaugummi jetzt am musst Bein. Musst du Fragen beantworten. Hier. Ja, ist echt so. Die ist die ganze Zeit schon voll angepisst, weil ich ständig Menschen aufspießt aus Versehen. Ja, so offensichtlich schon wieder. Na, machen wir mal einen Spaziergang durch den Wald. Ja, ist echt so. Ach nee, jetzt ist da schon wieder ein Mensch an meinem Bein. Ich hasse das. Das ist wie in Hundescheiße treten oder so. So. Diesmal. Wie vorsichtig sie auch mit ihren Füßchen also hin. Ja, so. Oh, wohin? Ah, wieder drin. Nein, ich verstecke mich unter dem Baumstamm. Das kannst du vergessen. Die nimmt dich wieder mit. Sag mal, ist das die Spinne von vorhin? Die hat nur 5 Beine. Ja, das ist die von vorhin? Die hat 6 Beine. Dann wird sie nämlich Rache. Ja, das ist bis zum Ende die gleiche Spinne. Echt? Ja, da wirst du auch noch sehr lachen, je nachdem, wie lange du spielst. Da werde ich sehr lachen. Ja, weil die dann am Ende noch mit so einem Bein rumhängt. Echt? Dann reißt du mir das eine Bein aus. Oh, das ist so böse. Deswegen natürlich die mechanische Spinne, das macht schon Sinn, das war eine ihm Prothese. Doch nicht alles. Ja, ich spoile ihn ja mega, ne? Ja, du spoilerst ja, wieder, du Drecksack. Wie zockt die denn noch? Stunde haben wir jetzt eingeplant. Wir machen Durchgenudel dazu und deswegen werden es immer stündliche Parts. Wie schafft man das denn bitte darüber? Ich check's nicht. Wie soll man das mit Anlauf? Keine Ahnung, versuch doch mal den Baumstamm vorzuschieben. Weil das sind doch 2 Steine. Du kannst es mal probieren. Mir fällt da gerade auch nicht sein. Ich check das Spiel nicht. Das muss so gehen. So, jetzt. Ja, jetzt liegst du im Wasser.
Alter, kriegst du es hin? Nein. Vielleicht kann ich ja den riesengroßen Baumstamm schieben. Vorhin hat der kleine Junge auch ungefähr gefühlt 3,5 Tonnen geschoben. Den kannst du nicht schieben. Ich wüsste aber nicht, wie man da sonst noch hochkommt. Nein, der muss aber wirklich später abspringen. Vielleicht, schau mal her, da liegt was. Nee, das bringt auch nichts, ne? Schieb mal, vielleicht kannst du weiter vorschieben. Mm-mm. Nee, ne? Wie sollen wir das denn bitte schaffen? Ja, dann wart mal und nimm mal von hier aus ordentlicher Anlauf. Oh, wie süß. Guck mal, wie die da hin tippt. Kein Skill, der Junge. Kein Skill. Oh, die Phrasen. Gibt's nicht. Jetzt stirbst du. Erster Anlauf. Ja, komm, du hast den schon mal durch. Ich bin gesprungen, aber da war das schon zu Ende. Ja, doch, das machst du schön. Mit dem Baumstamm. Also, aber immerhin. Naja, nicht nochmal. Ich hoffe, du schaffst es jetzt. Natürlich. Du nie ein guter Gegner sein wirst. Ich bin Pro-Player. E-Sports mit Limbo. E-Sports, ja. Da haben wir hier Schwimmen und Wippen. Wippen ist auch ein Sport, ne? Hast du eigentlich mal Wii Sports gespielt? Muss ich genau da drauf stellen. Nee, aber ich habe eigentlich so die einzigen Spiele, die ich auf der Wii bis jetzt gespielt habe, waren Sonic und Mario und Sonic bei den Olympischen Ach, Spielen. Ach du Scheiße. Ja, das ist lustig. Das ist sau heftig. Vor allem, ja, ich habe einen epileptischen bekommen, deswegen. Den Asthma über Lack am Boden. Wer hat das bekommen? Ich. Okay, gut. ja, neben epileptischen Anfällen und egal. Lass mich in Ruhe. Davon geht der Stein. Oh. Alter, sau böse einfach. Aber das war wieder ein Bein. Wie dich diese Spinne hassen muss einfach. Ja, echt so, da waren es nur noch 4. Hörst du den Wind? Du kommst immer höher. Ich höre den Wind, ja. Das ist wie bei... Gibt es irgendwelche Spiele, wo man schön weit hoch muss? Skyrim? Das ist wie bei Skyrim. Oder dieses erste Mario, wo man so die Leiter hoch muss bis zum Donkey Kong. Ja, genau, bis zum Donkey Kong. Der natürlich nie Mario einfach geschlagen hat mit seinen riesengroßen Muskeln, sondern immer Fässer geworfen hat. Oh, wir sliden. Slidest da den Berg runter. Das hat schon Stil, ne? Kleiner Junge. Hui! Was war das? Ah, die kommt schon wieder. Oh, sie kriecht. Ja. Ich hab gehofft, Mannschaft. Du musst. Weißt du, ey, die Spinne hat sich noch gedacht, boah, jetzt. Du musst jetzt Bein ausreißen. Du musst jetzt das Bein fressen, dann musst du den Körper schieben. Durch. Das ist nur so ein Fleischklumpen, nämlich. Boah, das ist ja böse. Nimm einfach das Bein und reiß es aus. Nimm das Bein jetzt. Nein! Boah, du lässt dich sogar von einem Bein killen. Ich glaube, ich bin der schlechteste Limbo-Player, den es je gegeben hat. Ich sag mal, aber wachsen beispielsweise nicht die Beine nach? Nicht so schnell. Ja, zumindest wachsen bei Spinnen. Ja, also es gibt doch Tiere, da wachsen die Beine nach. Bei Regen. Bei Menschen, bei ja. Bei Menschen zum Beispiel, ja. Ich hatte ja mal, mein rechtes Bein war ja mal weg. Jetzt weg! Alter, checkst du es nicht? Mann! Ja, wie denn? Guck mal, ich nehme jetzt Anlauf. Dann nehme ich das Bein. Wow! Wow! Matrix! Jetzt grab dir das Bein, Mann. Renn hin und nimm's. Jetzt musst du zurück, wenn es gehoben hat. Vielleicht kann ich drüber. Jetzt? Nein, zurück jetzt. Den Einschlag musst du ausweichen. Warten kurz, bis sie es aufgerichtet hat, richtig aufgerichtet hat. Hallo. Jetzt weg. Und jetzt hol's dir. Und jetzt zieh! Kleiner Junge reißt riesengroßer Spinnebein aus. Oh, wie böse einfach. Alter, zieh! Boah! Ja, da in die Ey, das Ding zappelt noch. Ah, wie böse einfach. Komm ich da irgendwie drüber? Aber vor allem, er rollt ihn so. Wie soll ich denn da drüber kommen? Boah, das ist aber schon böse. Ah, ist das böse. Ja. Er ist ein großer Weberknecht eigentlich nur, ne? Eigentlich, ja. Weil eine andere Spinne hätte ja ein bisschen anderen Körper. Pass auf. Das war voll die Hassspinne. Ich hasse kleine Jungs. Tja, das war ihr letzter kleine Junge. Ja, das war der letzte kleine Junge. Kommen da vielleicht noch mehr Spinnis? Oh, ein Vogel. Excuse me, Mister. Vielleicht kann er uns helfen. Hallo.
Guck mal, da hängt seine Hand raus. Komm, wir nehmen seine Hand. Ziehst die Leiche. Klar, wir sind doch alle Freunde. So. Und jetzt hüpfen wir auf die Leiche. Mhm. Und du verscheuchst den Vogel. Ach, scheiße. Was hat er eigentlich gegessen? Ist doch gar nichts drin gewesen. Jetzt nicht mehr. Hui! Ja, das hast du gut. Hast du wirklich gut gemacht. Warte mal, da hinten war doch so ein Vorstings, ne? Schiebst den Rinder. Mit einer Scheißgeschwindigkeit, ey. Da. Hoch. Hm, hab's schon gesehen. Hoch. Hoch! Ja, ich. Ich bin immer noch nicht jetzt. Boah, die Sonne blendet. Machst du kurz zu? Mach du mal weiter. Schaffst du das mit dem Mikrofon? Ja, natürlich, ja. Ja, das schaffe ich. Wir hätten das von vornherein zumachen sollen. Das macht doch eine viel stimmigere Atmosphäre zu dem Spiel. Ach was, wenn's einfach... Die Sonne und ihr sitzt im Hell doch nicht. Ja, es ist echt, wir zocken drin, die Sonne scheint. Wie war das? Wir zeigen, man kann die Spiele auch leben. Ja, ja, genau, wir können Spiele auch leben. Ne? So. Lauf doch einfach durch, kann man da nicht einfach durch? Nein. Dir steht dann nämlich das Wasser bis zum Hals. Das sind böse Maden. Oder? Sind das die Maden? Nee, das sind nicht die Maden. Das sieht mehr aus wie so ein Seifending. Oh, da schwimmt eine Leiche. Du stellst dich auf Wasserleichen. Warte doch, bis er reinkommt. Du kannst nicht schwimmen. Bitteschön. Ich lasse jetzt sowieso dich hauptsächlich spielen. Okay. Das war übrigens das erste Mal Musik irgendwie in dem Spiel. Ja, ne? Stimmt. Ja, ich glaube, wenn du auf eine Leiche springst, ist es irgendwie auch richtig heavy. Da-dum, 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 da-dum. Ja, jetzt solltest du auf den anderen springen. War das gerade ein Zombie? Das ist halt einfach sau hart. Haben wir jetzt schon das dritte Let's Play in Folge, in dem ein Zombie vorkommt? Das ist kein Zombie. Ich freu mich da drauf. Komm, noch rein. Soll ich reinhüpfen? Soll ich sterben? Du musst? Nee, muss er nicht. Doch. Du musst da rein. Du musst da reinspringen. Spring rein. Rall dein Maul. Langsam. Nee, war ich nicht. Doch, du musst reinspringen, wieder raus. Nee, ich mich. Ja, klar. Nee, warte mal, hatten wir nicht hier irgendwo noch Leichen rumliegen? Da hinten? Ich dachte mir, vielleicht kann ich da eine Leiche bauen. Ja, du hattest noch Leichen rumliegen, nur die lagen woanders. Ja, ich weiß nicht, Alter. Boah, das wäre aber richtig makaber, wenn ein kleiner Junge eine Leiche da reinzieht. Ja, das Spiel ist makaber. Ah, es ist wirklich so, wir müssen eine Leiche reinwerfen. Du gehst eben über Leichen. Ich gehe über Leichen. Wörtlich. Jesus ging übers Wasser wie über Leichen. Und dabei über Wasser. Ja. Vor allem durch Leichen. Der Typ da drüben, der muss ja voll enttäuscht sein, ne? So, also, boah, ich hab voll die Mega-Falle gebaut. Ich hab voll die geile Falle gebaut. Oh nee. Und dann, toll. Jetzt wirft der kleine Junge da eine Leiche rein. Ja, damit hätte ich rechnen müssen. Übelst enttäuscht. Das machen kleine Junge nämlich immer. Mir macht das da oben Angst. Jetzt kommt was Mieses. Das ist auch sehr mies. Vielleicht lauf einfach durch. Ah nee, da ist noch nicht das Spenden. Hm. Was war denn das da? Da, nimm es. Okay. Kannst du nicht. Nee, schade. Ich glaube, ich sterbe gleich wieder einen elendlichen Tod, oder? Ich weiß nicht, aber du stirbst sehr oft in dem Spiel. Es gibt einen Erfolg dafür. Wie er schon hochguckt. Es gibt einen Spring halt einfach über die Platte. Auf die Platte. Krasser Scheiß, der ist in einem Wald. Ist ja echt so. Ja, das haben halt Menschen gebaut. Vor allem statt, dass er außen rumläuft. Ich hasse 3D. So, und jetzt musst du mal ganz schnell überlegen. Es ist saubböse. Es ist andersrum. Es ist einfach so saubböse. Man merkt dir, wie du. Es gibt so einen Erfolg dafür, dass du dieses Spiel durchspielst, ohne zu sterben. Ja, das wundert mich nicht, dass es da so noch. Ja, aber gibt. Wie willst du das machen? Ja, beim zweiten Mal. Du musst dir aber auch überall Notizen machen. Was, ja, du bist in Stacheln gesprungen. Mm. Also du stirbst auf jeden Fall öfter, als ich es bin, als ich das Spiel durchgespielt habe. Das ist mit Absicht. Ich möchte nur unseren Zuschauern die mannigfaltigen Todesarten zeigen. In Limbo zeigen. Hä? Was machen die da drüben? Die schießen. Ach, die schießen. Mhm. Spasten. Ich glaube, du musst da auch gar ganz anders hin. Ich weiß es nicht mehr genau. Oh, stimmt. Das haben wir beim zweiten Mal. Ich glaube, die Todesart haben jetzt schon alle gesehen. Ja, das. Oh. Oh, das habe ich vergessen. Aber es gibt auch nichts, was ich da hinwerfen könnte, ne? Da oben hängt eine Leiche.
Ja. Ich probiere es nochmal mit Anlauf. Und jetzt. Wieso wieder zurück? Ja, weil sie dich sonst abschießen. Ja, bleiben die einfach nicht einfach stehen? Nee. Ist ja behindert. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwie durchrushen und jedem Einzelnen da voll auf die Fresse hauen. Und das kann der kleine Junge dann doch nicht. Der kann zwar Leichen rumziehen, aber jemanden in die Fresse hauen kann er nicht. Nee, echt nicht. Oder riesengroße Baumstämme schieben. Jetzt zurück! Und jetzt sterben sie nämlich alle. Das war die 1. Mike! Ah! David! Thomas! Ah. Schau mal her. Probier's! Das wollte ich den Zuschauern zeigen, dass man auch auf dem Rückweg sterben kann. So! Ich weiß, ich bin selbst noch überrascht. Ich weiß es gar nicht mehr mit diesen ganzen bösen Tricks. Moment. Und jetzt drüber. Drüber. Und jetzt drauf. La 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 la. So, Spasti. So, und da dann jetzt drüber. So. Oh, wenn ich da jetzt reingefallen wäre, ne? Kann ich die Leiche rumziehen? Nee, brauchst du auch nicht, glaube ich. Ja, ich wollte die trotzdem rumziehen. Ich dachte, dieser kleine Junge braucht das für sein Leben. Ist auch so ein kleiner Sadist, ne? Ich weiß nicht, ob er das gerne macht. Deine Schwester wird auch retten. Alter, Schwester, hörst du jetzt mal auf zu spoilern? Echt so, spoilert die ganze Zeit voll krass. Ja, und trotzdem, aber der David hört's. Und jetzt? Ja, rüberspringen und. Nee. Ja, wie denn? Da ist noch ein zweites Gewicht. Du musst hoch. Der geht's nicht hoch. Ja, vorne. Ich kenn das echt. Das ist echt schon. Das ist eine tricky Stelle, ich weiß nicht, das ist mega tricky. Ich hab das zu lange nicht mehr gespielt. Krabbel hoch! Oh, 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 oh. Ich dachte mir, ich lasse mich da jetzt gemütlich runter. Ich dachte mir, wenn beide hochgezogen sind, dann geht das schon. Ich glaube, du kannst auch zuerst das obere ziehen. Ja, ich weiß schon. Los, los, schneller, los. Kletter, kleiner Sadistenjunge. Oh, ja. Scheiße. Los, 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 los. Was hat denn der bitte für eine Erziehung genossen? Und in was für eine Gegend lebt denn der? Das ist echt krass. Das ist. Da heißt es immer so, ja, da gibt's so diese Ghettos, ne? In hinter Bronx, hinter Dupfing. Hinter Dupfing. Spring! Spring! Runter! Jetzt! Los! Und jetzt? Nee, schaffst du nicht mehr. Oh, jetzt voll runter! Du musst das Seil nämlich dann wieder grappen. Du musst vor allem auch den Baden da hinten vorziehen. Sonst kommst du nicht mehr hin. Das ist ein Baden da hinten. Ja. Pust da bitte den Wagen. Der sieht mal, wie der schwarz ist. Den musst du herziehen. Oh, sowas Behindertes. Wer kommt denn bitte auf sowas? Die genialen Developer. Dass du da anziehen, dass das andere Seil herkommt. Dass du da drauf spielst und das Seil dran springen kannst. Ja, oder da. Wenn es nicht weitergeht, dann bis dahin. Ja, du kannst ja dann so vielleicht mit Anlauf von dem Ding. Nee, du kannst dann von dem Ding an Seil springen. Von dem Ding an Seil springen? Ja. Moment, was meinst du jetzt? Du kletterst jetzt erstmal wieder hoch. Jetzt kletter ich hoch. Ich glaube, wir machen da mittlerweile 7 oder 8 Teile draus. Dann nimmst du das Seil. Jetzt nehme ich das Seil. Schneller! Jetzt springst du weg.
Nach links. Jetzt runter, schnell, 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 schnell. Auf den Wagen. Schnell. Und ans Seil. Ah. Ah. Und jetzt dann. Ich muss mich beeilen, ich muss das andere nämlich auch noch runterziehen. Schwing direkt an andere rüber. Wer macht das? Da geht Und hopp. Nein. Nein! Was machst du? Du musst doch viel länger ziehen. Und jetzt hopp. Spring. Und rüber. Lauf, 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 lauf. Wie knapp einfach. Ja, das war gekonnt. Das war genau so gewollt. Das war gekonnt. Zieh da kurz, zupft er am Seil und geht weg. Shrooms! Ich hüpf drüber. Das war spannend. Jetzt muss ich sogar aufstehen. Das macht Christian selten. Er steht nicht so oft auf. Ich bin voll umsonst drüber gehüpft. Mann! Dieses kleine Viech, das übrigens gerade weggerannt ist, was? Falls du es gesehen hast, das war eine Ratte. Das kannst du dann als Kleidungsstück freischalten auf der Xbox. Und zack. Ich kann immer noch selbst bestimmen, wann ich hüpfe. Ja, aber nur hüpfen. Ich bin ein Zombie. Oh, und wann ich renn. Moin. Hui. Oh nein, nicht noch mehr. Die essen das. Ach so. Oh, ich will wieder zurück. Deswegen musst du ins Wasser. Oder ins Licht, ins Licht. Jetzt genau, wenn du ins Licht kommst, dreht sich's nämlich um. Dann schiebst du jetzt die Kiste dorthin. Und sobald du unter den Dingern bist, springst du auf die Kiste und nochmal hoch. Und dann fressen die dir das Glühwürmchen wieder vom Kopf. Das Glühwürmchen. Ich nenn's Glühwürmchen. Klingt so süß. Ist aber gar ganz böse. Wieder und wieder zuckt mir schon. Ich weiß nicht. Oh je. Wie lange spielen wir schon? Wir spielen jetzt seit einer Dreiviertelstunde. Das heißt, wir machen jetzt noch eine Viertelstunde und dann ist vorbei für heute. Der erste Teil. So, die Kiste wird mitgenommen. In was für einem Wald? Also, was macht der kleine Junge dort? Zieh mal oder dreh mal. Liebe! Ah, das war das mit dem Wasser. Mit dem Hamster. Hamster oder Wasser? Hamster und Wasser. Hamster, Hamster. Und Wasser. Genau, ein Hamster ist das ja. Ne, das ist kein Hamster eigentlich. Was ist denn das? Das ist, ich fange es. Komm her! Was? Ich hätte es gerne als Haustier. Kann ich mich ducken? Du kannst es füttern, soweit ich weiß, mit Shrooms. Mit Shrooms! Hier, hüpf. Siehst du? Du musst. Das wollte ich gerade einfach drauf hüpfen. Ein bisschen mehr. So ein etwas hungrigeres Tier. Und jetzt spring runter. Jetzt schaue ich ins Hamsterrad. Was ist denn das eigentlich für ein Viech? Jetzt rennst erstmal los. Wenn jetzt oben das Ding da den Hebel nimmt, dann muss das hier. Nee, dafür musst du, glaube ich, noch ein bisschen Strom kommen dann. Okay. Gewittermaschine. Was? Habe ich gerade eben ernsthaft das Wetter verändert? Einfach nur genial. Mit einem Hamster? Alle haben es da verändern. Ich finde diese Ideen, das ist so gut einfach. Sag ich zu. Auf sowas muss erst mal kommen. Ja, aber warum haben wir jetzt das Wetter verändert? Was haben wir davon? Damit sich das Wasserkraft verändert. Ah. Wenn ich loslasse? Ja. Oh, das fließt wieder ab. Mhm. Deswegen soll es sich beeilen. Wie einfach mit aller Kraft an diesem Rohr hält. Aha, das ist mein neuer Spielplatz. Jetzt lauf! Ah, jetzt ist er hingefallen. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da rüber? Schwimmen kann er ja nicht, ne? Nee, aber springen. Vielleicht ein bisschen länger warten. Ja, da ist eine Leiter an der Seite. Du musst ins Loch, denn. Erstmal musst du den. Der ist ja schon gefüttert, das regelt. Der ist schon gefüttert, ja. Du läufst jetzt rüber, ins Loch, ziehst den Baumstamm. Erst ins Loch. Komm. Ins Loch. Erst ins Loch. Ins Loch. Wow.
ziehst den Baumstamm in die Mitte und kletterst wieder hoch. Ich sehe da keine Leiter. Muss aber irgendwo sein. Spring mal dahin. Ja, geht doch. Und jetzt lässt du Wasser ein. In den Pool. In den Pool. Das ist unser Personal Whirlpool, ja. Hui! Hör auf, weil sonst fällst du wieder hin und dann musst du ihn wieder neu auffüllen. Achso, scheiße, stimmt. Okay. Und jetzt fast! Bleib da auf dem Baumstamm stehen. Ja, ich bin ertrunken. Kurz nochmal erwähnen, dass ich ertrunken bin. Willst du mal? Ich weiß nicht, ja. Ja, komm, spiel du mal. Ich mach das schnell. Du machst das schnell. Thomas, Versuch Nummer 1. Und gleich. Und gleich, der haut es jetzt voll raus. First try und dann sofort. Natürlich, der Box ist jetzt einfach so durch. Nein, Thomas, da ist ein Loch, pass auf dich auf, nein! Thomas lässt sich da nicht mehr. Ne? Ja, ja, ja. Ich denke immer, dass X unten ist. Das Problem hatten wir schon beim letzten Let's Play. So. Können wir schön zuschauen, wie sich das... Das weißt du nur, weil ich die ganze Vorarbeit geleistet habe, ja? Das, sonst hättest du schon lange versagt. Schon lange versagt. Du lügst wieder. Du lügst. So, bitteschön. Die Skill-Sachen muss dann halt wohl ich übernehmen. Ja, 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 das... Nee, dein verdorbener Charakter ist... du hast einen Pakt mit dem Teufel, deswegen hast du Skill. Na los! Dreck. Wasser. Würde ich nicht reingehen. Und er geht rein. Die Zuschauer wollen das sehen. Sonntags. Wie jemand stirbt. Wie jemand stirbt. Ein kleiner kleine Jungs. Kleine Jungs, das sieht man das einfach am liebsten. Kannst du dich da hinhängen? Ja, ja, geht doch. Ja, Hauptsache mal wieder schön direkt ins Dreckwasser rein. Ich check gar nicht, wie habe ich das gerade gemacht. So, Achtung. Jetzt Skill, okay? Ich hüpfe daran und dann Skill. Wir bewegen uns jetzt, glaube ich, aus dem Wald raus, ne? Ja, yeah, es wird doch Zeit. In die Kanalisation? Es wird doch nicht Zeit. Ich dachte mir gerade, ein kleiner Junge hat nichts im Wald verloren, aber Kanalisation ist ja noch mal schlimmer. Nendrendren. Oh, Licht. Ah, das ist eine tricky Stelle. Das Wasserkraftwerk ist... Wir gehen mal an den Hebel, ich will wissen, was der macht. Oh, wow. Wir wissen's. Und das war jetzt schlecht, weil du hättest die Kiste nämlich woanders, du hättest sie dahin machen müssen, glaube ich. Gut, dass du es mir sagst. Timo an dem Hebel, ich will wissen, was der macht. Ja, sorry. Jetzt stirbst du. Wie schnell der ertrinkt. Er kann nicht schwimmen. Ja, aber der lässt ja sofort die Luft raus. Ja, er lässt sein Wings gleich. Er sagt, okay, Leute, ich kann nicht schwimmen. Mir ist nicht übel, aber ich gebe gleich auf. Ist echt so. Und ich hab dann Bock mal auf das Spiel. Spiel ist vorbei. Ist echt so. Eigentlich, also vom Spiel her müsste es eigentlich so sein, dass du zuguckst, wie er ertrinkt. Langsam und qualvoll. Du bist zu weit. Du bist zu weit. Du musstest in diese Bucht da. Warum? In diese Einbuchtung. Warum? Dass du aufwachst. Ja. Nee, das musste... Ja, wohl. Wäre eigentlich besser, wenn du das gleich machst. Ja. Nein, 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 nein. Geh hoch. Ich sage dir noch, wäre besser, wenn du es oben aufmachst. Ach, du das meinst Hebel. Du? Ja. Ich denke mir, hey, was willst du? Ich dachte, Sie. Die Kiste muss es einfach Sie. Aufdrücken. Sie. So. Und zieh. Zieh. Und runter. Ah, schnell. Totaler Time Run. Los. Spring auf die Kiste. Spring wow. auf die Kiste. Ich würde jetzt eigentlich eher nicht hüpfen, weil die umfällt sonst. Ach so. Und jetzt musst du an die Leiter kommen. Nee, nee, ich warte. Na, und jetzt, genau. Skill! Das Wasser steigt weiter. Und deswegen solltest du diese Kiste so schnell wie möglich da rausziehen. Oh, schnell, 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 schnell. Und jetzt spring auf die Kiste. Spring genau in die Mitte. Okay, komm. Die bleibt hängen, die bleibt hängen. Die bleibt so Nein, hängen. Nein, tut sie nicht. Die bleibt so hängen. Die bleibt so hängen. Die bleibt... Oh, jetzt kommt. Ah,
komm! Kleiner Junge, du hättest die Arme hochheben müssen. Oh Gott. Zieh sie das nächste Mal vielleicht einfach weiter raus. Oh, nochmal den ganzen Weg. Ich hab's so gesehen, sie irgendwann. Frag's nicht. Ja, das lag daran, dass du es gesagt hast. Die Kiste hat das gehört, die wäre ja gar nicht auf die dumme Idee gekommen. Dann hat sich die Kiste gedacht, oh, glaub ich, du machst. Ja, nö, nö, voll geil hier. Tauchkurs. Ah, komm. Ah, nee, 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 nee. So. Der klettert so lustig, ne? So. Der ist mega stark, der Kleine. Aber stirbt von Fallschaden. Okay. Aber ja. Los, und jetzt. Hoch. Los, schneller. Auf die Kiste. Du schaffst es. Springst jetzt wahrscheinlich daneben. Nein, oder du, packst, voll du kriegst die Leiter nicht. Wahrscheinlich. Du machst mich schon wieder fertig. Oder du springst gegen die Dornen. Ja, guck her, ich warte jetzt hier auf die Dornen und hüpfe ich da voll dagegen. Jetzt spring! Und jetzt zieh die Kiste raus. Los, 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 los. Diesmal ein bisschen weiter. Ja, vielleicht. Und jetzt, ich sag dir, die bleibt wieder hängen. Nein, jetzt musst du drauf! Die wäre wieder hängen geblieben. Ich sag's dir schon mal, wie knapp das ist. Und jetzt spring! Spring! Ups, warum geht die unter? Weil die halt ein bisschen schwerer ist. Nein, ich bin gut. Also das überschwemmt sich erstmal nicht mehr. Das wird schon wieder eine neue Aufgabe. Also. Ziehen? Oh, das überschwemmt auch. Oh! Okay. Los, 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 los! Da kommt irgendwie ein Luftballon hoch. Den hättest du rollen müssen. Den hättest du rollen müssen. Ich geh wieder runter. Ja, den musst du da unter die Kiste rollen. Ja. Roll das Ding unter die Kiste, schnell! Holz unter die Kiste! Welche Kiste? Da, die da! Ach so, jetzt das kannst du es vergessen, damit es dann hoch schwimmt. Ah! Checkst du? Nein. Warum sollte das hochgehen? Ja, weil da Luft drin ist. Oh, das so kann man es auch machen. Jetzt spring rüber, schnell. Wunderbar. Los, 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 ey, wie du es an den Arm ziehen musst, wenn du auf so einer Höhe springst und dich festhältst. Okay. Jetzt aufmachen. Ah, mach's auf. Ah, mach's auf, ah, verdammt nochmal. Okay, und jetzt warte, bis das Ding kommt. Und jetzt schieb's weg. Schieb's weg. Boing. Schieb das Ding so. Wieder. Schieb's weg. Wieder. Schieb das Ding jetzt weg. Springt da jetzt Wasser. Das wird das Ding wegschieben. Wieder. Wenn's hochspringt, dann schaffen wir. Ja. So meinst du das? Zum Beispiel. So können wir es probieren. Hey, komm, das ist Klettenspringen. Okay. Cliff Diving ist das. Ja, Mann, nicht schon wieder. Oh, ich kann auch von hier aus, ja. Weißt du, es gibt Spieler mit Skill und Spieler mit so einem Skill, der einfach so groß ist, dass man ihn gar nicht mehr erkennt. Spieler mit Skill, meinst du? Leute, die labern Scheiße. Weißt du, was ich jetzt probiere? Ja. Los! Ja, du solltest was. Ja, 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 hoch und dann zumachen. Ja, das jetzt zu. Und jetzt schieben. Du erzählst mir was von der Gegend. Schieben. Und jetzt, da muss ich dich loben, David. Hast du mitgedacht? Du hast dir ein Fleißsternchen verdient. So, hast du mitgedacht? Danke für das Fleißsternchen. Ich gleich deine Latte so schön. Bekommst Sternchen in deine Kapelle geklebt. Oh, geil. Ich meine, es gibt doch Leute, die labern Scheiße. Es gibt Spieler mit Skill und es gibt Spieler mit so viel Skill, die man nicht mehr kennt. Es gibt so Leute, die labern Scheiße. Ja, das war jetzt richtig großes Skill. Okay, also das Wasser ist fertig. Oh, Licht! Ich bleib einfach hier. Du sonst dich im Neon. Ja? Was glaubst du, warum das so braun ist? Das ist schon schwarz, ja. Das hat mit Braun gar nichts mehr zu tun. Ich glaube, ich hätte da unten noch was machen sollen. Ich glaube auch, ja. Los, hinab! Da musst du, Hebel. Mach mal. Das machen wir eigentlich. Hatten wir ja so wenig von. Springst du rüber. Drüber! Und jetzt? Angst. Das macht Sinn. Das ist der Physikunterricht.
Schlauer David. Das mache ich jetzt. Aber das hätte ich eigentlich auch jetzt gerade gemacht. Eigentlich erstmal ja, wieder wegmachen und draufspringen. Ja. Da vorne ist noch eine Kiste. Ja, spring nur auf die Kiste, aber dann kommst du nicht hoch. Da habe ich nichts zu tun. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Guck mal, das Wasser steigt ja, ne? Mhm. Jetzt machen wir das Ding wieder hoch. Ja, das Wasser jetzt fällt. Kann ich da jetzt reingehen? Nein, das ist Wasser. So ein Scheiß! Wäre die ganze Aufgabe voll sinnlos. Hä? Probier's doch einfach. Ich weiß es. Darf ich sagen? Ja, dann sprich. Lalalala. Komm zurück. Da wieder hoch zum Schalter. Auf die Kiste. Auf die Kiste. Auf, nein! Auf die. Nein! Lass den Schalter los! Du springst ich jetzt auf die Liebe Kiste. Mit dem Schalter. Spring jetzt auf die Kiste. Du spielst mit deinem Joystick. Spring jetzt auf die Kiste. Und dann auf die Leiter. Yeah. Und lässt das Wasser unten wieder ab. Keine Ahnung warum, aber probier's mal. Und dann? Ich weiß nicht, vielleicht bringt's irgendwas. Aber es ist der einzige Schalter, an dem wir jetzt noch betätigen können. Mach mal. Nein, ha! Siehst du? Und jetzt geht das Ding runter und jetzt hast du nämlich zwei verschiedene Wasserbecken, die nicht mehr voneinander abhängig sind. Ah. Der Thomas ist voll schlau. Ich bin voll schlau. Voll schlau. Voll schlau. Voll schlau. So, die Stunde ist vorbei. Ja? Das aber warte! Okay, die Stunde ist vorbei. Jetzt haben wir einen guten Abschluss. Ich wüsste trotzdem nicht, wie man das lösen soll. Ich wäre auf die Kiste mal geschwungen, jetzt probiert. Keine Ahnung. Das werden wir dann in der nächsten Beim Stunde, nächsten Mal werden genau. wir das dann gut. lösen. Also die Stunde ist rum. Ja. Das nächste Mal dann entweder auch wieder gut. zu zweit oder eventuell auch zu dritt, keine Ahnung. Ja. Es liegt trotzdem noch ein bisschen was davor. Es kommen noch ganze zwei Ebenen, soweit ich weiß. Oder kommt nur noch wir werden wahrscheinlich Nein, es dann noch so zwei wie ich mich Ebenen. Anstelle drei Teile brauchen. Wird ein bisschen länger dauern, als ich dachte, ja. Okay, gut. Und liegt an der Inkompetenz. Aber es macht Spaß. Macht Spaß, muss ich gleich mal sagen. Weil ja, weil du die ganze Zeit stirbst. Weil ich permanent sterbe. Es okay, gut. Ich habe Spaß am Tod. Nächsten Teil gibt's dann demnächst und fertig. Ne? Tschüss. Christian, sag doch auch mal Tschüss. Tschüss. Lauter, man muss es hören. Ah! We'll be right back.